So, jetzt geht noch jeder mal aufs Klo und dann reiten wir auch los. Ja. Hey, was geht ab, ihre Bauten? In diesem Video gibt es ein paar coole Neuigkeiten zu Adobe After Effects und Premiere Pro. Bleibt also unbedingt dran, es wird definitiv interessant. Hi, mein Name ist Eugen und ihr seid hier auf LaHosche TV. Wenn euch Themen rund um After Effects und Premiere Pro interessieren, dann lasst gerne ein Abo da und aktiviert auch die Glocke, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr von mir verpasst. Eins muss man Adobe einfach lassen. Sie arbeiten unermüdlich daran, die User Experience immer weiter zu verbessern. Das beweist auch mal wieder das neue Update 18.4 von After Effects und 15.4 von Premiere Pro. Und um nicht noch mehr Zeit zu verschwenden, fangen wir direkt mal mit dem Update von After Effects an. Das Update 18.4 bringt das neue Feature Multi-Frame Rendering mit sich. Einige werden es von euch vielleicht bereits schon kennen, da es in der Beta-Version schon verfügbar war. In der Beta-Version bezog sich dieses Feature allerdings nur auf den Export eurer Projekte. Mit dem neuen Update steht euch das Multi-Frame Rendering jetzt auch in der Vorschau zur Verfügung. Aber was genau ist das eigentlich? Naja, im Prinzip ist es genau das, was der Name bereits schon sagt. Es werden gleichzeitig mehrere Frames gerendert. Und wie wir alle wissen, ist Geld Zeit und laut Adobe soll dieses Feature euch wirklich viel kostbare Zeit ersparen. Und bevor ihr fragt, ja, auch mit schwächeren PCs soll die Renderzeit sich erheblich verkürzen. Denn Adobe lässt euch hier nicht im Regen stehen, wenn es darum geht, die Performance wirklich zu verbessern. Bisher war das Multi-Frame-Rendering auch nur in After Effects selbst möglich. Jetzt könnt ihr dieses Feature auch im Medien-Encoder von Adobe nutzen. Adobe verspricht hier eine dreimal höhere Renderleistung als vorher. Klar, das hängt natürlich auch ein wenig von eurer Hardware ab, aber dieses Versprechen ist doch schon sehr stark. Ob Adobe dieses Versprechen einhalten kann, wird sich in Zukunft noch zeigen. Und ich bin auch auf meine nächsten Projekte gespannt und werde euch natürlich berichten, ob die Performance sich bei mir erhöht hat. Ein weiteres Nice-to-have betrifft den Adobe Media Encoder. Denn ab jetzt schickt die Renderliste vom Media Encoder euch eine Benachrichtigung aufs Smartphone, wenn euer Projekt fertig gerendert ist. Voraussetzung hier ist natürlich, dass ihr die Creative Cloud App auf eurem Smartphone installiert habt und auch angemeldet seid. Und ich weiß, ich gucke dem Fortschrittsbalken auch extrem gerne zu, anstatt mich produktiv anders zu beschäftigen. Ich meine, schließlich komme ich aus einer Zeit, in der ich mit dem Lineal am Monitor geprüft habe, ob der Ladebalken sich noch bewegt oder der PC sich wieder aufgehangen hat. Und ja, ich weiß nicht, ob dieses Feature wirklich notwendig ist. Aber es ist da, wir haben's, why not? Untertitel sind heutzutage gar nicht mehr wegzudenken. Immer mehr Videos werden ohne Ton gesehen. Oftmals ist es so, dass die Videos in den Apps automatisch stumm gestartet werden. Ich meine, klar, wenn man gerade in der U-Bahn sitzt, möchte man ungern die Leute drumherum mit den Videos belästigen. Naja, müsste man zumindest meinen. Daher ist es mittlerweile extrem wichtig, seine Videos mit Untertiteln zu versehen. In YouTube gibt es schon seit längerem die Option, das gesprochene Wort in Text umzuwandeln und auch diesen Text in andere Sprachen übersetzen zu lassen. Das allerdings teilweise eher schlecht als recht. Und wenn man diesen automatisch generierten Text auch noch übersetzen lässt, ja, da kommt teilweise schon echt totaler Quatsch raus. Mit dem neuesten Premiere Pro Update könnt ihr die Sprache zu Textfunktion jetzt auch in Premiere Pro selbst nutzen. Das Programm wandelt euren gesprochenen Text um und erstellt automatisch einen Untertitel auf einer separaten Ebene. Der große Vorteil hier ist, dass ihr den Text wie gewohnt stylen könnt. Und sollte sich Premiere mal vertan haben, könnt ihr diese Stellen ganz leicht korrigieren. Außerdem könnt ihr als Option einen weiteren Sprecher hinzufügen. Dieser wird dann im Untertitel anders gekennzeichnet. Sprache zu Text unterstützt aktuell 13 Sprachen in Premiere Pro. Für das perfekte Timing und die richtige Geschwindigkeit sorgt Adobe Sensei. Und für alle die von Adobe Sensei noch nie gehört haben, Adobe Sensei ist die künstliche Intelligenz von Adobe, welche unter anderem dafür sorgt, dass ihr zum Beispiel in After Effects mit wenigen Handgriffen ein Objekt aus einem Videoclip einfach wegzaubern könnt. So wie ihr es bereits aus Photoshop mit der inhaltsbasierten Füllung kennt. Naja, was tatsächlich in After Effects genauso heißt. Für weitere Infos darüber findet ihr einen Link zu der Präsentation von Adobe Sensei in meiner Beschreibung. Aber jetzt wieder zurück zu Premiere Pro. Beim Export habt ihr gleich zwei Optionen zur Auswahl.
Zum einen könnt ihr den Text direkt ins Video einbrennen. Das ist zum Beispiel sehr sinnvoll, wenn ihr Videos auf Instagram oder TikTok hochladet. Oder ihr könnt den Untertitel als SRT-Datei exportieren. Diese könnt ihr dann auf Plattformen wie YouTube oder Facebook einfach hochladen und der User kann selbst entscheiden, ob er den Untertitel benötigt oder eben nicht. Ich finde beide Updates extrem nützlich. Besonders da ich viel aus After Effects raus exportiere oder auch in meinen YouTube-Videos meine Untertitel immer selbst eingepflegt habe, sollte das mir doch hoffentlich viel Zeit und auch Nerven ersparen. Was sagt ihr zu den Updates? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wie immer, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann haut auf den Like-Button und wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit und Bock habt, könnten euch diese beiden Videos hier an der Seite auch noch interessieren. Das war's mal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video und...